Wechselt er oder bleibt er in Cottbus? Energies Topscorer Erik Engelhardt lässt den Verein noch zappeln, hat ein sehr lukratives Angebot vorliegen. An die Schmerzgrenze soll Cottbus gegangen sein. Alle hoffen hier auf seinen Verbleib. Auch Trainer Wollitz, der seinen Pflichten vor Spielbeginn nachkam. Die erste Reihe glücklich machen. Autogramm auf die Schulter. Das saß schon mal. Zu Gast im Stadion der Freundschaft Uwe Lehmann und Lichtenberg 47. Es ging sowohl für die Berliner als auch für Cottbus um nicht mehr wirklich viel. 3 Punkte nimmt man aber immer gerne mit. Cottbus in Rot mit Zografakis, der auffälligste in der Anfangsphase, auf Pronicev. Und jetzt Achtung, Yannick Mäder. Unglaubliche Szene. Gegen Lok hat er so ein Riesending schon mal liegen gelassen. Es ist praktisch nicht möglich, diesen Ball in dieser Szene nicht im Tor unterzubringen. Mäder schafft es. Bitterer Moment für ihn. Das weiß er selbst. Der muss rein. Einer für jeden Jahresrückblick. Mäder wird den Verein nach der Saison verlassen. Cottbus dominant mit sehr viel Ballbesitz und mit einem Mitte. Diesen langen Bällen hinter die Kette. Lichtenberg, Botha, sehr viel Anstand. Hoch, verteidigte hoch. Erik Engelhardt mit seiner ersten Szene in diesem Spiel. Kein Problem für Wollert. Über 4000 Zuschauer im Stadion der Freundschaft. Es war ein perfekter Fußballnachmittag. 17. Minute. Eisenhut. Wieder so ein Ball hinter die Kette. Pronicev nicht im Abseits. Kopf hoch. Da ist sein kongenialer Partner Erik Engelhardt. 1-0 Cottbus. Beide kommen zusammen auf 54 Scorerpunkte für Energie. Pronicev und Engelhardt. Letzterer mit seinem 17. Saisontor. Eines seiner leichteren. Nur eine Minute später, Lichtenberg baut es von hinten auf mit Wollert über Olo. Dann Gave. Brando bleibt hängen und dann Reiniger mit dem Ausgleich. Über 4 Stationen die schnelle Antwort von Lichtenberg. Die Euphoriebremse für alle Cottbus-Fans. Sebastian Reiniger mit seinem ersten Saisontor. Es ist ja erst sein 7. Spiel in dieser Saison nach Kreuzbandriss. War lange raus, spielte lange Innenverteidiger, entpuppt sich aber in den letzten Jahren mehr und mehr als Offensivkante. Hier hat er das Näschen fürs Tor. Einziges Offensiv-Highlight für Lichtenberg bis hierhin. Ansonsten mussten sie immer wieder den Rückwärtsgang einlegen. Zografakis hat das Auge für Mäder. Yannick Mäder, der war schwieriger als der Erste. Er ist zu schnell für den Ball. 25 Minuten rum, man ahnt, was kommt. Der lange Ball, dieses Mal war es eng, aber Schiedsrichter Alvard lässt weiterlaufen. Yannick Mäder, jetzt hat er es. Sein Tor, der 3. Saisontreffer, da fiel eine Menge ab. Wichtig fürs Gemüt und Uwe Lehmann bei Linienrichter Markov. Er hätte gern die Fahne oben gesehen. Es ist nicht aufzulösen mit den Kameraperspektiven. Aber Lichtenberg spielte dazu sehr mit dem Feuer. Sie ließen diese Situationen immer wieder zu. Mäder durch die Hosenträger von Wollert. Cottbus überlegen. Lichtenberg schaffte zu wenig Entlastung nach vorn. Krüger, letzter Mann. Der Bock, dann muss er ins Laufduell. Gujovic gewinnt den Zweikampf. Engelhardt 3-1. Die Berliner machten sich das Leben schwer. Engelhardt mit dem Doppelpack. Tore 17 und 18. Krüger zu riskant. Kujovic dazwischen, der kam, weil sich Putze früh verletzte. Dann hat er Glück. Krüger will da reinigen, aber er macht die Situation nur noch schlimmer. Wollert gibt noch alles, muss noch aufpassen, dass er sich da nicht am Pfosten verletzt. Kann den Einschlag aber nicht verhindern. Und das Stadion performte für die Verlängerung von Erik Engelhardt. Kurz vor der Pause nochmal Energie Nackler mit einem langen Ball hinter die Lichtenberger Viererkette. Engelhardt kurz vor seinem 3. Danach war Pause. 2-1 für Cottbus. Uwe Lehmann musste viel nachjustieren bei seinem Team. Es ist das drittletzte Spiel als Coach von Lichtenberg 47. Nach vielen Jahren als Spieler
und Trainer. Zweite Hälfte, weiter Energie, 47. Minute. Der rutscht durch bis zu Hasse. Olo fälscht ab vor die Füße von Tsografakis. 4-1. Negos Tsografakis mit seinem 10. Saisontor das erste Mal zweistellig im Herrenbereich. Und wieder eine Lichtenberger Fehlerkette. Borgmann darf flanken. Keiner ist bei Hasse und auch niemand fühlt sich zuständig für Tsografakis, der mit dem trockenen Abschluss, egal was sich Lichtenberg in der Halbzeit vorgenommen hat, es wurde schon 2 Minuten nach Wiederbeginn von Cottbus zunichte gemacht. Hinspiel 0-4, die nächste Packung für Lichtenberg drohte. Sie bäumten sich auf mit Reiniger, auffälligster Mann offensiv. Wollet sah jetzt eine kleine Schwächeperiode seines Teams. Nur eine Minute später, Grüneberg nimmt Maß. Guter Schuss und der wäre Toni Stahl fast durch die Lappen gerutscht, kann den noch gerade so vorbeilenken. Dann wieder Cottbus mit Yannick Meder. Sehr auffällig, ging immer wieder ins Tempo und hatte Ideen. Tsografakis lässt weg, Erik Engelhardt. Niklas Wollert im Tor der Lichtenberger löscht. Sie hoffen in Berlin auf den Verbleib von Wollert über die Saison hinaus. Einer der besten Keeper der Liga. Lichtenberg brachte Marici am Ball, der will Gädecke bedienen. Der kommt über den zweiten Bildungsweg an den Ball, Gädecke und Reiniger. Wenn was geht, dann mischt er mit Sebastian Reiniger. Feine Drehung, aber dann trifft er den Ball nicht richtig. War mehr drin. Nach 67 Minuten war Schluss für Erik Engelhardt. Er musste leicht verletzt runter. Vielleicht sein vorletztes Spiel im Stadion der Freundschaft wurde mit Standing Ovations gefeiert. 80 Tore hat Cottbus geschossen in dieser Saison. Eins mehr als Tabellenführer BFC. Das gab Wollitz ja als Ziel für den Rest der Saison aus. Die meisten Treffer erzielen. Sie hätten 6 oder 7 machen können. Yannick Meder und Juckel im Nachschuss. Meder machte ein sehr gutes Spiel. An nahezu jeder Offensivszene von Energie beteiligt. Aber er hat das Glück nicht dauerhaft gebucht. Weiter Energie wieder. Na klar, mit Yannick Meder. Es boten sich Räume. Schöner Seitenwechsel auf Tsografakis. Auch der hat Platz. Nimmt den Kopf hoch, denn da ist der eingewechselte Krämer. Max Krämer, viel Verletzungspech gehabt. Corona kam dazu. Nur 18 Spiele für ihn in dieser Saison. Fraglich, ob er in Cottbus bleibt. Er bekam nochmal die Chance auf seinen Treffer. Erst Krämer, dann nochmal Hasse. Letzte Szene in diesem Spiel. Danach war Schluss. Pele Wollitz und Energie Cottbus gewinnen. Hochverdient gegen Lichtenberg 47-4-1. Ich glaube, wenn uns ein Gegner das anbietet, was er uns heute angeboten hat, dann kann es gefährlich werden. Aber wir haben dann auch nicht die letzte Konsequenz gehabt, nicht die letzte, sowieso nach dem Ballverlust, so die letzte Gier, Bälle schnell zurückzuerobern. Kurz vor der Halbzeit haben wir es einmal gemacht, haben wir ein Tor gemacht, aber wir hätten natürlich mit den Räumen, die wir heute angeboten bekommen haben, viel mehr machen können. Ich denke, wenn sie es besser ausspielen, kriegen wir auch noch ein paar Dinger. Aber wir haben auch 2, 3 gute Situationen, wo wir vielleicht die falsche Entscheidung treffen. Und ja, wenn du rauskommst, dir einiges vornimmst und gleich wieder ein Gegentor kriegst, ist natürlich gleich alle wieder in den Haufen geworfen. Haben es probiert, gut runterzuspielen. Am Ende verdient der Sieg für Energie. Erik Engelhardt und seine persönliche Zukunft. Energie oder Nicht-Energie? Ich habe lange gegrübelt, es war nicht einfach in den letzten Wochen. Ich habe viel überlegt, was ist das Beste für mich, wo sehe ich einfach die größte Chance, mich zu entwickeln, die größte Chance, den nächsten Schritt zu machen. Ja, und das werde ich kommunizieren und dann könnt ihr irgendwas davon berichten, was los ist. Auch seine Mitspieler wissen wohl noch nicht über Engelhardts Zukunft Bescheid. Energie Cottbus feiert den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen.